Die Weihnachtsfrau wollte zum Frühstück Eier hart kochen und hat sich dazu eine Eieruhr bereitgestellt. Sie schaut sich ganz genau an, wie die Sandkörner durch die Einkerbung der Eieruhr fallen. Doch plötzlich fragt sie sich, ob in einer warmen Eieruhr die Körner eigentlich genauso schnell fallen wie in einer kalten, also die gemessene Zeit gleich ist. Das muss sie mit einem Experiment ausprobieren. Sie klemmt eine Eieruhr aus Glas mit einer Wäscheklammer ein und stellt sicher, dass alle Körner in einer Hälfte sind. Dann dreht sie die Eieruhr um, hängt sie in ein Trinkglas und startet gleichzeitig die Stoppuhr. Sie stoppt und notiert die Zeit, wenn alle Körner durch die Eieruhr gelaufen sind. In einem zweiten Versuch füllt sie heißes Wasser in das Glas. Ungefähr so viel, dass es bis zur mittleren Einkerbung der Eieruhr reicht. Sie dreht wieder die Eieruhr um, hängt sie ins Trinkglas und wiederholt die Prozedur von vorher. Achtung! Wir nehmen heißes Wasser aus einem Wasserkocher. Heißes Wasser aus dem Wasserhahn geht auch. Da im Umgang mit heißem Wasser Verbrühungsgefahr besteht, lasst euch bei diesem Schritt von Erwachsenen helfen. Was beobachtet die Weihnachtsfrau? A. Nach kurzer Zeit hören die Sandkörner auf, durch die Verengung zu fallen. B. Die Sandkörner fallen schneller durch die kalte Eieruhr. C. Die Sandkörner fallen schneller durch die warme Eieruhr. D. Die Sandkörner fallen einzeln durch die kalte und in Gruppen von 10 bis 20 Körnern durch die warme Eieruhr.